Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die mittlere Geschwindigkeit und momentane Geschwindigkeit einer Wegzeitfunktion ermitteln kann. Unser Ziel für dieses Videos ist es, den Mittelwertsatz der Differentialrechnung in einem Beispiel anzuwenden. Und dafür schauen wir uns das nächste Fenster am Arbeitsblatt an. Wir haben hier rechts den Graphen einer Wegzeitfunktion s im Zeitraum 0 bis 6 Sekunden dargestellt. Und unsere erste Aufgabe ist es, diese Kante durch die Punkte A und B einzuzeichnen und anschließend den Wert der Steigung der Sekante zu berechnen und diesen Wert auch zu interpretieren. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, zeichnen wir zunächst mal diese Kante in den Graphen auf der rechten Seite ein. Ich habe sie hier grün eingezeichnet und berechnen wir nun den Wert der Steigung der Sekante. Und dazu müssen wir uns die y-Änderung zwischen den Punkten A und B anschauen. Die ist hier in diesem Fall 18 Meter, weil A liegt bei 0 Meter und B liegt dann bei 18 Meter. Also haben wir eine y-Änderung von 18 Meter und eine x-Änderung von 6 Sekunden, weil 0 bei weil A bei 0 Sekunden liegt und B bei 6 Sekunden. Das heißt, wir können unsere Steigung der Sekante berechnen, dadurch, dass wir unsere y-Änderung durch unsere x-Änderung dividieren und erhalten 18 Meter durch 6 Sekunden und erhalten somit die Steigung, eine Steigung von 3 Meter pro Sekunden. Nun sollen wir den Wert auch interpretieren und hier können wir sofort auf die Einheit unsere Steigung schauen, die ist in diesem Fall Meter pro Sekunde, also eine Geschwindigkeit. Das heißt, was wir hier berechnet haben, ist die mittlere Geschwindigkeit im Zeitraum von 0 bis 6 Sekunden. Also unsere Steigung beschreibt genau die mittlere Geschwindigkeit unserer Wegzeitfunktion in diesem Intervall, also zwischen 0 und 6 Sekunden. Nun steht hier weiter: Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns mindestens einen Zeitpunkt, an dem die, hier ist eine Lücke, gleich groß ist wie die mittlere Geschwindigkeit zwischen 0 und 6 Sekunden. Denken wir hier kurz an die vorangegangenen Videos zurück. Wir haben bereits gelernt, dass uns der Mittelwert der Differentialrechnung für eine differenzierbare Funktion garantiert, dass wir in einem Intervall zumindest einen Punkt finden, also eine Stelle finden, an der die momentane Steigung gleich groß ist wie die mittlere Steigung in diesem Intervall. Das heißt, hier für eine Wegzeitfunktion können wir die Steigung immer als Geschwindigkeit interpretieren. Das heißt, für dieses Beispiel finden wir eine Stelle, an der die momentane Geschwindigkeit gleich groß ist wie die mittlere Geschwindigkeit auf diesem Intervall. Das heißt, wir können in die Lücke schreiben: Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns einen Zeitpunkt, an dem die momentane Geschwindigkeit gleich groß ist wie die mittlere Geschwindigkeit im Intervall 0 bis 6 Sekunden. Nun sollen wir uns überlegen, wann das zum ersten Mal passiert. Also an welcher Stelle ist die momentane Geschwindigkeit zum ersten Mal gleich groß wie die mittlere Geschwindigkeit. Und wir sollen diese Stelle grafisch ermitteln und dann rechts auch in den Graphen die entsprechende Tangente einzeichnen. Hier ist auch interessant, warum fragt ihr dieses Beispiel, wann passiert das rechts zum ersten Mal? Also scheinbar gibt es vielleicht einen zweiten Zeitpunkt, an dem das auch noch passiert. Versucht das zunächst bitte selbstständig zu lösen, also ermittle grafisch rechts jene Stelle, an der die momentane Geschwindigkeit zum ersten Mal gleich groß wie die mittlere Geschwindigkeit ist und pausiere dazu das Video. Gut, lösen wir das nun gemeinsam. Also wir suchen jene Stelle, an der die momentane Geschwindigkeit zum ersten Mal gleich groß ist wie die mittlere Geschwindigkeit im Intervall 0 bis 6 Sekunden. Dafür habe ich hier den Graphen der Funktion nochmal ausgedruckt und wir sehen hier unsere Sekante grün eingezeichnet und an diese Sekante legen wir nun das Geodreieck an und das Geodreieck stellt
einfach eine parallele Gerade zur Sekante da, die wir natürlich parallel verschieben können. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir verschieben die Gerade, die parallel zu unserer Sekante ist, hier nach rechts und nähern uns dann wieder von der rechten Seite unserer Funktion an und achten dann darauf, an welcher Stelle wir die Funktion zuerst berühren oder an welchem Punkt wir die Funktion zuerst berühren. Wenn wir uns von der rechten Seite annähern, dann erkennen wir hier, jetzt berühren wir unseren Funktionsgraphen und das ist bei der Stelle t ist gleich 2 Sekunden. Das ist, wir wissen, dass wir hier, also dass unsere Funktionsgraph hier bei t ist gleich 2 Sekunden eine Tangente hat, die die gleiche Steigung wie unsere Sekante hat. Das heißt, wir können das Ganze nun in unseren Funktionsgraphen einzeichnen. Wir zeichnen hier die Tangente ein und die ist natürlich parallel zu unserer Sekante, weil wir die Sekante parallel verschoben haben. Und wir können somit auch die Stelle einzeichnen, an der diese Tangente anliegt, also nach 2 Sekunden. Und da diese Tangente natürlich die gleiche Steigung wie unsere Sekante hat, bedeutet das, dass hier bei 2 Sekunden die Momentangeschwindigkeit genau gleich groß ist wie die mittlere Geschwindigkeit im Intervall 0 bis 6 Sekunden. Das heißt, wir können als Antwort schreiben, an der Stelle t ist gleich 2 beträgt die Momentangeschwindigkeit 3 Meter pro Sekunde, also genau unserer mittleren Geschwindigkeit. Nun ist natürlich hier noch die interessante Frage, weil es steht ja in der Fragestellung, wann passiert das zum ersten Mal? Also wann ist die Momentangeschwindigkeit zum ersten Mal gleich groß der mittleren Geschwindigkeit? Und dafür werfen wir nochmal einen Blick auf unseren Graphen. Und wir haben hier natürlich, also wir haben hier die Sekante nach rechts parallel verschoben, also die Gerade, die die gleiche Steigung hat wie die Sekante. Das Ganze hätten wir auch in die andere Richtung machen können und dann hätten wir unsere Funktion zuerst hier oben berührt. Das könnt ihr auch ganz leicht selbst überprüfen, indem ihr einfach ein Geodreieck an den Graphen anlegt und parallel verschiebt. Dann seht ihr, dass wir uns, wenn wir hier uns von links annähern, die Funktion hier oben zuerst berühren. Das heißt, hier gibt es auch einen Punkt, an dem die momentane Steigung gleich groß ist der mittleren Steigung. Das wäre circa bei 5,5 Sekunden. Gut, das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.